Ja, hallo Leute, wir machen heute wieder ein neues Video. Und zwar um das Thema 0.12 bezogen auf Escape from Tarkov. Jeder Spieler weiß wohl Bescheid, der Vibe oder das Upgrade bzw. Update steht eigentlich wahrscheinlich oder ziemlich sicher kurz bevor. Wir haben jetzt Mitte August. Ja, und ich. Also es sind jetzt schon mehrere Status-Updates gekommen seitens BSG. Und wenn man das sich so liest, dann könnte man meinen, dass es bald soweit ist. Allerdings jetzt in dem Video wird es jetzt auch schon mal nicht um den Patch als solches gehen, sondern speziell um das Hideout. Das, was ja jetzt eigentlich ein relativ großes Thema von dem Patch ist. Klar, andere Themen, Millbase, neue Map und Implementierung Unity 2018 und so. Aber das weiß man ja alles. Ich habe mal so ein paar Sachen, auch so aus Question-Answer-Threads und so, mir zusammengetragen und wollte es jetzt euch mal so ein bisschen näher bringen, wie das Hideout wohl aussehen soll, nicht beziehungsweise wie es aussieht. Da haben wir nachher noch ein paar Fotos, aber so ein paar, einfach so ein paar Infos. Da habe ich jetzt ein bisschen mir unterteilt. Das ist einmal so grundsätzlich quasi, wie es mit dem Hideout beginnt. Dann gehen wir mal geschwind auf das Crafting ein. Das Upgrade vom Hideout und Allgemeines. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum. Hideout Beginn ist einfach am Anfang ein verlassener Bombenschutzbunker, den man sich einfach dann individualisieren muss mit der Zeit. Stromgenerator, Wasseraufbereitungssystem, Luftzufuhr sowie eine Möglichkeit, eure Verletzungen zu versorgen bzw. zu heilen. Dann haben wir noch zum Beispiel eine Heizung. Sowas muss alles zum Beispiel in dem Hideout dann gebaut werden. Das wird, denke ich mal, so aussehen von lauter so Module oder sowas, die man sich dann da zusammenbastelt. Ein Punkt ist, dass das am Anfang der Hideout natürlich privat sein wird. Also ich sage jetzt mal privat. Man kann keine Leute dazu zu einladen. Andersrum können auch andere Spieler den Hideout nicht irgendwie überfallen oder haben irgendeinen Zugang drauf. Das ist ein Punkt. Also ich glaube nicht, dass man den Hideout generell irgendwann überfallen kann. Also ich weiß es nicht, aber so hat sich jetzt noch nicht angehört. Aber was wohl ist, sein könnte auf kurz oder lang, dass man sich zumindest Freunde oder wen auch immer in das Hideout einladen kann. Es wird trotzdem noch ein Spielmenü geben. Ich denke mal auch, teilweise wird es vielleicht ein bisschen praktischer sein zur Stash-Organisierung. Aber ansonsten, man kann aus dem Spielmenü einfach über einen Button in das Hideout gelangen und eventuell wahrscheinlich dann auch im Hideout dann direkt rumlaufen und sich sein Zeug zusammensuchen. Ich weiß nicht, wie das dann genau so aussehen wird. Das sind jetzt mal so die grundsätzlichen Sachen. Wir haben dann zum Beispiel, ne, eins habe ich jetzt noch vergessen. Es ist ja jetzt die Problematik zwischen den verschiedenen Versionen, die jetzt im Umlauf sind. Es geht ja von der Standardversion los bis zur EOD, die Edge of Darkness Edition. Es ist eine Vermutung, aber die liegt, denke ich mal, relativ nahe. Die Standardversion von dem Bunker, die wird einfach von den Räumlichkeiten am Anfang kleiner sein. Und die EOD Edition wird wahrscheinlich von Anfang an den Vollausbau, sage ich mal, haben. Also von den Räumlichkeiten. Natürlich nicht vom Bunker selber. Entschuldigung. Also die Standardversion Benutzer, die dann quasi sich den Bunker, die Räumlichkeiten noch ausbauen müssen, die werden wahrscheinlich auch diverse Sachen dafür erfüllen müssen. Wie das allerdings genau aussieht, man weiß es noch nicht. Nächster große Punkt ist das Crafting, was ja dann quasi auch dort betrieben wird. Das wird eigentlich, denke ich mal, relativ einfach ablaufen. Man wird bestimmte Items einsammeln müssen, klickt die dann zusammen und muss dann quasi im Endeffekt einfach nur eine bestimmte Zeit warten, bis dann das gecraftete Item verfügbar ist. Man wird Sachen craften können, wie zum Beispiel Munition, Heilungsutensilien. Aber das wird, denke ich mal, nicht so weit gehen, also zumindest laut aktuellen Aussagen, dass keine Waffen zum Beispiel gecraftet werden können. Ich habe jetzt allerdings noch was gelesen, dass man zum Beispiel eine Bitcoin-Farm wohl auch, dass es sowas geben soll. Denke mal, Crafting, was soll man noch groß dazu sagen? Gehen wir gleich weiter zum Upgrade von dem Hideout.
Um das halt auch grundsätzlich abzugraden, wird man brauchen, einmal natürlich Items auch. Dann wird man Traders anlocken müssen, also hochleveln. Unter anderem dadurch natürlich auch natürlich Quests erledigen, das geht ja einher. Skills muss man leveln und man wird natürlich auf jeden Fall auch Geld brauchen. Und allerdings wird es zum Start quasi, wenn der Hideout jetzt kommt, wird es allerdings noch keine persönliche Gestaltung geben. Ich weiß nicht, wie man sich das jetzt vorstellen soll, ob dann irgendwelche, ich sag jetzt mal, irgendwelche Tittenposter an der Wand hängen oder keine Ahnung was. Also das wird es am Anfang noch nicht geben. Allerdings wird es zum Beispiel auch zum, ich weiß nicht, Zeitvertreib, wie man es auch immer nennen will, wird dementsprechend ein paar Metagames geben. Oder eventuell wie eine Art so Aufenthaltsraum. Ich weiß nicht, Aufenthaltsraum, ja klar, sowieso. Aber vielleicht auch dann der Gedanke in Zukunft einen Aufenthaltsraum, wo man sich vielleicht auch eventuell in anderen Spielen aufhält. Man weiß es nicht, auch wie sinnvoll das sein mag. Aber das mag ich nicht entscheiden. Was es wahrscheinlich auch geben wird in Zukunft, ich schätze nicht als von Anfang an, sind so Sachen wie zum Beispiel Waffenaussteller, um einfach dann das einfach ein bisschen ansehnlich zu gestalten, auch mit den Waffen, die man ja dann vielleicht auch gerne präsentieren würde, wenn es dann auch mal so sein soll, dass man Freunde sich einladen kann, zum Beispiel. Nächster Punkt ist, sag ich mal, so relativ allgemeine Informationen. Das ist jetzt natürlich grundsätzlich die erste Version eigentlich von dem Hideout. Und das wird natürlich mit den kommenden Patches kontinuierlich weiterentwickelt. Die Größe vom Hideout, also wie ich es am Anfang schon mehr oder weniger eigentlich angedeutet habe, mit der EOD Edition wird so sein, dass natürlich das größte verfügbare Hideout sein soll. Dann wird es geben eine Shooting Range. Allerdings wird sich das auch schon mal auf die Shooting Range als solches also reduzieren. Man wird da seine aufgemotzten Waffen testen können, wie ist der Recoil oder das Handling. Allerdings war natürlich dann gleich der Vorschlag oder die Frage, ob es da gewisse Challenges mit bewegten Zielen oder mit einem Art Scoreboard oder sowas geben wird. Darauf war jetzt zum Beispiel die Antwort, also erstmal nicht, aber sowas lässt man sich natürlich für die Zukunft offen. Man wird im Hideout wahrscheinlich, so wie ich es gelesen habe, Musik abspielen können. Entschuldigung, ein bisschen verstopften Hals. Das wird so sein, dass man dann, wie ich gesagt habe, Musik abspielen kann und die wird man einfach dann in Ordner reinpacken, denke ich mal. Und dann über irgendeinen Abspieler im Hideout wird man das abspielen können. Bisschen Spielerei, aber um die Immersion so ein bisschen zu gestalten, ist sowas natürlich dann, denke ich mal, auch nicht schlecht auf jeden Fall. Auch hier nochmal der Punkt, Leute kann man noch nicht einladen. Was jetzt natürlich auch relativ logisch ist, man kann im Hideout natürlich rumlaufen, in der Ego-Perspektive. Und was jetzt wahrscheinlich noch ein relativ wichtiger Punkt ist, ist die Heilung im Hideout nach dem Raid. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie man das zu erwarten hat. Ich sag mal so, im Raid ist ja auch so, dass man sich heilt mit den entsprechenden IFAK oder was auch immer. Und man ist dann auch geheilt. Also die Sache ist dann abgehakt. Wenn man es jetzt im Hideout danach genauso machen muss, dann ist mir ja eigentlich egal, wie ich aus dem Raid rauskomme. Ob ich jetzt völlig am Sack bin, kurz vorm Abnippeln mit 20 gebrochenen Knochen. Wenn ich danach im Hideout mich auch einfach nur so dann hochheilen muss, dann ist ja alles eigentlich normal. Oder ob das dann eine gewisse Zeit dauern wird. Was ich dann natürlich auch wieder kritisch betrachten würde, ich weiß es nicht. Da muss man sich, denke ich, mal überraschen lassen. Ich habe euch hier jetzt noch ein paar Fotos rausgesucht. Ich kommentiere die Fotos mal so, wie ich meine, die Fotos zu deuten sind. Da haben wir hier das erste, sind auch schon mal die Bunkerräume. Im Rohzustand wahrscheinlich unaufgeräumt, dreckig, so wie man es wahrscheinlich vorfindet, würde ich mir sagen. Hier das gleiche.
keine Beleuchtung, keine Luft, kein nichts. Auch hier. Und dann geht es, denke ich mal, hier so langsam los. Man hat dann hier zumindest schon mal einen Schreibtisch, ein paar Kerzen und so ein paar Kleinigkeiten entspinnt. Wie gesagt, das ist jetzt meine Interpretation der Bilder. Hier lässt erahnen eine Kochstelle oder sowas. Genauso wie hier die gute alte Heizung, aber hier auch schon mit einem relativ ja, modernen Regal zum Beispiel. Hier geht es weiter. Waffen. Man hat hier eine kleine Waffenkiste. Hier hängt die AK an der Wand zum Beispiel schon. Aber es ist alles noch so relativ roh. Und ich denke mal, hier ist so das erste Bild von einem vielleicht schon etwas fortschrittlicheren Bunker. Wir haben hier einen Stromgenerator zum Beispiel. Oben sieht man hier schon die Luft, für die Luft quasi die Rohre. Und hier geht es weiter. Thema Wasseraufbereitung, eine recht einfache Anlage. Aber auch hier noch überall Kerzen rumstehen. Oh, hier haben wir sogar schon eine richtige Lampe. Man kann es ahnen, eine Dusche soll das wohl darstellen. Mit einem guten alten Dixi-Klo nebendran. Relativ wenig Privatsphäre, aber gut, für einen Bunker wird es wahrscheinlich das tun müssen. Ja, nächstes Bild. Da sieht es dann schon etwas moderner aus. Wir haben hier wohl schon eine richtige Beleuchtung. Und ja, hier geht es wohl dann zum Herstellen von irgendwelchen Heilungsmitteln. Wir haben ja auch die Heilungstasche, entsprechendes Equipment. Genauso wie hier weiter, das wird dann wahrscheinlich der Aufenthaltsraum sein. Hier der Fernseher, die Couch. Da hinten hängt auch schon so ein schönes Poster. Was ist das? Ein BMW i8, würde ich mal behaupten. Ja, oben ein Radio. Ja, bleibt, glaube ich, nicht weiter viel dazu sagen. Hier haben wir dann schon die Weiterentwicklung wahrscheinlich der Kochstelle. Eine richtige Küche mit Mikrowelle, Herd, Waschbecken. Auch hier schon ein paar lustige Bilder an der Wand. Und ja, und so geht's weiter. Das werden die verschiedenen Module, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sein. Wie hier wahrscheinlich die Weiterentwicklung der Wasseraufbereitung. So sieht es eigentlich aus. Hier hinten ist, wie wir es gerade schon gesehen haben, der Tisch für die Heilung. Hier sieht es schwer nach Luftaufbereitung aus. Was heißt, so sieht es aus? Das wird es mit Sicherheit sein. Allerdings wahrscheinlich auch schon die fortgeschrittenere Variante. Ein Ausgang vom Bunker. Mit der dicken Stahltüre, recht offensichtlich. Und hier wahrscheinlich schon das fortgeschrittene Waffenlager, beziehungsweise hier noch das Foto dazu, um zum Beispiel wahrscheinlich die Munition zu craften. Da wird man dann wahrscheinlich diverses Werkzeug zum Beispiel looten müssen. Lampen sieht man hier. Das sind wahrscheinlich lauter so Gegenstände, die man dann wahrscheinlich gerade dafür braucht. Ich finde es mega interessant. Ja, auch hier nochmal die Weiterentwicklung von was auch immer. Also da drüben ist ja hier der Waffenherstelltisch, so sieht's aus. Was auch immer das dann hier sein mag. Irgendwas zur Kommunikation oder sowas, ich weiß es nicht. Und hier zu guter Letzt noch die Shooting Range natürlich. Und hier ein wiederholtes Bild der Küche. Ja, also wie gesagt, ich finde es mega interessant. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt, wie ich selber auch bin. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube eigentlich nicht. Wenn ich tatsächlich irgendwas vergessen habe, was ich jetzt eventuell einfach nur nicht weiß oder was vielleicht noch notwendig ist zu erwähnen, haut das doch bitte einfach in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise ein Abonnement für den Kanal von meinem Bruder, für den ich das Video ja eigentlich auch mache. Wir haben nur gesagt, dass ich das Video jetzt mache, weil ich gerade ein bisschen mehr in der Materie drin bin wie er. Ja, also ich freue mich sehr drauf. Ich würde mal jetzt pauschal behaupten, das Upgrade oder das Update, das Upgrade, die ganze Zeit, das Update, wir haben jetzt 17.8. Ich vermute mal, ich würde einfach mal behaupten, wenn jetzt das Status-Update aktuell draußen war,
dass es dann nicht in den nächsten 2, 3 Tage kommt. Und es war noch keine, was immer so ein bisschen ein Anzeichen ist, irgendeine Aktion, eine Trader-Aktion, dass alles billig rausgehauen wird oder so, war auch noch nicht. Sowas wird vielleicht auch noch kommen. Ich würde mal sagen, also jetzt ein ganz grob gestrickter Zeitraum und rein spekulativ natürlich, wie es bei BSG immer ist, also die hauen keine Termine raus, würde ich sagen 2 bis 6 Wochen. Also nächsten 1 bis 2 Wochen halte ich da tatsächlich relativ noch für unrealistisch, aber ab dann kann es eigentlich immer kommen. Ja, also wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.